Haben Sie gehört, Herr Kubek? Ja, ich hab's gehört. Soll ich hochgehen? Sie will nicht, dass Sie raufkommen, sie will, dass ich raufkomme. Nimmt doch keine Rücksicht darauf, dass ich zu tun habe. Das ist eine Schikane. Seine Frau. Sie ist krank, nicht wahr? Und es wird nicht besser? Sie sagt nein, aber er glaubt das nicht. Er glaubt, dass sie ihn nur quält. Mhm. Und vielleicht tut sie das auch. Anmerken. Was willst du? Ich habe den Laden noch voll von Leuten. Es ist 6:30. Du musst zumachen. Soll ich die Leute rauswerfen? Soll ich sagen, gehen Sie jetzt? Verlassen Sie den Laden? Das ist die Art, wie man Kunden verliert, nicht wie man sie gewinnt. Also was willst du? Ich möchte einen frisch gepressten Orangensaft. Einen frisch gepressten Orangensaft? Der Weg in die Küche ist ganz kurz. Manchmal gehst du ihn. Warum jetzt nicht? Weil meine Beine jetzt keine Lust dazu haben. Kubek? Was ist? Kommen Sie rein. Kasse bitte. Namen Frau Kubek. Meine Frau möchte einen frisch gepressten Orangensaft. Würden Sie das bitte machen? Ja, gerne. Du hast gehört, Kasse. So, und es geht wirklich bis Montag, ja? Ja, auf jeden Fall. Entschuldigung. Was für Sie tun? Was könntest du schon für mich tun? Ich frage ja nur, ob Sie vielleicht noch einen Wunsch haben. Sagen Sie meinem Mann, ich möchte, dass er raufkommt. Gut, ich werde es ihm sagen. Und gehen Sie nicht so aufreizend. Geht's gleich nach Haus? Ich nehme ihn ja erstmal mit zu mir. Und wie kommt sie dann nach Haus? Doch nicht durch den Park. Nein, der ist doch nicht mehr sicher. Mein Bruder fährt sie dann nach Hause. Gute Nacht, Herr Kubek. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Kubek. Ist das Bild schon fertig? Ja, ist gerahmt. Wollen Sie es sehen? Sie können es auch gleich mitnehmen. Kommen Sie rein. Ja, gerne. Ist das richtig so? Sehr schön. Ist Ihre Frau, nicht wahr? Ja, meine Frau. So sah sie mal aus. Vor mehr als 20 Jahren. Wo geht sie hin, die Zeit, nicht wahr? Es wird Ihrer Frau sicher gefallen. Meinen Sie? Das kann sein, kann aber auch nicht sein. Auf jeden Fall wird es eine Überraschung. Würden Sie es bitte einpacken? Hallo, Mama. Abend, Inge. Abend, Frau Wagner. Ja, ich habe Inge mitgebracht, weil Ulrich versprochen hat, sie nach Hause zu fahren. Sie soll nicht zu Fuß gehen. Ja, ist gut. Im Park ist wieder was vorgefallen. Aber Ulrich ist noch nicht zurück. Kommt rein. Na, dann wartest du eben hier, bis er kommt. Ja, gut. Hat er denn angerufen, dass er später kommt? Nein, hat er nicht. Dann ist er sicher gleich da. Ich muss nämlich noch zum Schwimmen. Aber du kannst dich hier hinsetzen und ein bisschen Musik hören. Ja gut, mache ich.
Ah, hallo. Oh, grüß dich. Grüß dich. Einen roten. Mir mein Bier. Ah. Na, wie waren die Geschäfte heute? Würdest du dich wundern, wenn ich jetzt nicht jammere? Ja, da würde ich mich schon wundern. Also jammer ich, wie es sich gehört. Mhm, du hast eingekauft. Ja, ich habe eingekauft. Vor mehr als 20 Jahren. Das ist ein Bild von meiner Frau, so wie sie damals aussah. Ich habe es rahmen lassen. Ich schenke es ihr, damit sie weiß, wer sie mal war. Ist sie immer noch krank? Was soll ich dir sagen? Sie ist krank, um mich zu ärgern. Und was soll ich sagen? Es gelingt ihr auch. Ich wundere mich, wo Ulrich bleibt. Der wollte ganz pünktlich sein. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Bei mir zu Hause machen Sie sich bestimmt schon Sorgen. Soll ich anrufen? Ja, das wäre nett. Sagen Sie meiner Mutter, dass ich losgegangen bin? Aber du gehst nicht durch den Park. Da treibt sich irgend so ein Kerl rum, der Frauen belästigt. Mach bitte den Umweg. Ja, mache ich. Auf Wiedersehen. Darf ich dich noch einladen zu einem Bier? Trink doch mal einen roten mit. Der beruhigt. Jetzt sag mal, was für einen Eindruck mache ich auf dich? Muss ich zur Ruhe kommen? Ja. Vielleicht ist das gar nicht so falsch. Hab du mal eine Frau zu Hause, mit der du nichts mehr anzufangen weißt? Das stelle ich mir lieber nicht vor. Das ist ein Unglück. Was machst du da als Mann? Das ist doch kein Leben. Das ist doch die Inge. Was macht die denn noch so spät? Das ist das Mädchen aus meinem Laden. Zahlen. Mach du das mal für mich. Warum hast du es auf einmal so eilig? Bitte. Jetzt hat er doch tatsächlich sein Bild vergessen. Heben Sie es für ihn auf, ja? Ist okay. Schon weg? Ja, sie ist schon gegangen. Sie wollte nicht länger warten.
Warum kommst du so spät? Ich hatte eine Besprechung. Wie lange ist sie denn schon weg? Halbe Stunde. Na, hast du Inge nach Hause gebracht? Nein, ich bin auch erst gerade gekommen. Ja, ich weiß. Ich bin ein bisschen spät. Sie wollte nicht warten. Sie ist zu Fuß gegangen. Wagner? Frau Wagner, Sanders hier. Ist Inge noch bei Ihnen? Sie ist noch nicht nach Hause gekommen. Was ist denn? Inge ist immer noch nicht zu Hause. Los, fahr mich zum Park. Sie haben Ihr Paket vergessen. Ach, richtig, ja, das habe ich vergessen. Sind Sie nicht deswegen gekommen? Deswegen, nein. Doch, ja. Ja, ich wollte noch was trinken. Ich hole Ihnen das Paket. Bitte, geben Sie mir einen Schnaps, ich trinke ihn gleich hier. Wollen Sie noch einen? Ob Sie noch einen Schnaps wollen? Nein, danke. Ich möchte bezahlen. Sofort, ich komme gleich. Da irgendwo ein Hund. Komm. Wo warst du so lange? Wo kommst du her? Was hast du denn an der Hand? Was ich da hab, das ist ein Geschenk für dich. Dass du dich nicht mehr erkennst. Du bist das auf dem Bild, was du mal warst. Das wollte ich dir nur mal zeigen.
Sie beide haben die Tote gefunden. Ihre Freundin, nicht wahr? Ja. Wir arbeiten zusammen. Wir wussten, dass der Park unsicher geworden ist. Deshalb wollte sie ja hier nicht mehr durchgehen. Als ihre Mutter anrief, dass sie noch nicht nach Hause gekommen sei, da sind wir eben los und haben sie gesucht. Wie ist sie denn umgekommen? Sie wurde erwürgt. Wie, vergewaltigt? So wie es aussieht, nicht, nein. Die Kleidung ist zerrissen im Bereich des Oberkörpers. Aber vielleicht ist der Täter auch gestört worden. Sie haben einen Hund erwähnt? Ja, als wir durch den Park gingen und sie suchten, hörten wir einen Hund bellen. Und wir dachten, wo ein Hund ist, da muss doch auch irgendjemand sein, dem der Hund gehört. Wo kommen wir dann hierher? Dort saß er. Gleich neben ihr. Ganz allein. Er bellte und als wir hinkamen, da rannte er weg. Ja, und niemand, der den Hund gerufen hat? Nein. Also, wir haben niemanden gehört. Wie sah denn der Hund aus? Können Sie ihn beschreiben? Ja. Ziemlich genau. Steffen, Moment. Bitte. Ja, danke sehr. Es wurde gefunden. Ein Walkman. Wo lag denn der? Über 10 Meter von der Toten entfernt hier. Konntest du sie gehen lassen? Du kannst dir wirklich keinen Vorwurf machen. Du hast doch keinen Fehler gemacht. Letzten Endes war sie selber schuld. Ich habe ihr immer wieder gesagt, bleib doch hier, warte auf Ulrich. Aber Mama, ich habe doch gewusst, wie sie ist. Dass sie nicht überlegt. Sie hat immer Dinge getan, die sie nicht überlegt hat. Deshalb war sie doch meine Freundin. Sie sagte immer, wie gut, dass ich dich habe. Und heute Abend hatte sie mich eben nicht. Das war eine Gemeinheit von dir, das Bild vergrößern zu lassen, rahmen zu lassen. Wieso? Ich dachte, es würde dich freuen. Man sieht sich doch gerne des Lebens mein Blüte. Du nicht? Komisch. Was ist komisch? Ich bemerke doch was an dir. Was bemerkst du? Du bist böse und traust dich nicht, es zu sein. Was ist los mit dir? Gehst du nicht runter? Die Mädchen könnten schon da sein. Sie können einen Moment vor der Tür stehen. Gib her, den Kaffee gieße ich mir selbst ein. Deine Hände zittern. Gehst du nicht runter? Geh runter! Lass die Mädchen rein! Herr Kube, geht. Inges. Inge ist gestern Nacht ermordet worden. Haben Sie gehört, was ich gesagt habe?
Inge Sanders ist tot. Sie ist gestern Nacht im Park ermordet worden. Jemand hat sie umgebracht. Ich möchte bitte heute einen Tag frei nehmen. Ja. Ja, es ist gut. Was ist denn daran gut? Sagen Sie, haben Sie überhaupt mitgekriegt, was ich gesagt habe? Ja, ich habe mitgekriegt, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, dass Inge Sanders ermordet worden ist. Aber Sie verstehen, dass ich heute nicht arbeiten kann, ja? Ja, natürlich. Das verstehe ich. Das ist in Ordnung. Er steht da wie vom Donner gerührt. Warum bist du noch mal raufgekommen? Ja, weil ich heute wohl den ganzen Tag im Laden sein muss. Die Mädchen sind nicht da. Wieso sind die nicht da? Inge Sanders ist tot. Sie ist heute Nacht im Park ermordet worden. Monika nimmt sich einen Tag frei. Also, das ist ja eine Nachricht. Im Park ermordet? Inge Sanders? Die Monika soll mal raufkommen. Sie ist schon wieder gegangen. Und was hat sie erzählt? Nichts hat sie erzählt. Und du hast nicht gefragt? Nein. Ein hübsches Mädchen. Die Inge. In der Jugend sind sie alle hübsch. War ich auch. Wie fandest du die kleine Sanders? Was heißt, wie ich sie fand? Na ja, ein hübsches Mädchen, das sich gut bewegte. Ich habe schon gesehen, wie du diesem Mädchen nachgeschaut hast. Tja, wir gehen mal wieder in deinen Laden. Sie wissen es sicher schon. Die Inge ist gestern Nacht umgebracht worden. Ja, ich weiß. Ich habe es gerade erfahren. Was kann ich für Sie tun? Ja, aber ich bin deswegen gekommen, weil ich Sie ja gestern noch gesehen habe. Sie hat mich bedient und hatte nur noch Stunden zu leben. Ich bin ganz erschüttert. Ja. Und? Guten Tag. Hier ist Frau Kubek. Mit wem spreche ich? Frau Wagner. Ist das nicht schrecklich, Frau Kubek, mit Inge? Ja, ich habe es gerade gehört. Inge, umgebracht. Wann, wie und von wem? Aber Monika war doch bei Ihnen. Ja, sie war hier. Vielleicht hat sie meinem Mann gesagt, was passiert ist. Aber mir erzählt er ja nichts.
Ist die Monika da? Nein, sie ist jetzt mit ihrem Bruder bei der Polizei. Ach so. Ja, dann, ich rufe später nochmal an. Dankeschön. So einer war's. Und was sagen Sie? Ja, meine Schwester hat recht, so einer war's. Ein Hoverbart. Ich muss Ihnen jetzt mal was sagen. Also, ich kenne so einen Hund. Ja, ich weiß nicht, warum mir das nicht früher eingefallen ist, aber ich arbeite doch an einer Wäscherei. Und dem Geschäft gegenüber gibt es eine Bilderrahmenwerkstatt. Und die Leute da, die haben so einen Hund. Genau so einen. Gehst du mal? Ja. Tag. Guten Tag. Guten Tag. Kriminalpolizei. Ist Ihr Bruder auch da? Ja. Was ist los, Kriminalpolizei? Guten Tag. Guten Tag. Sie haben noch einen Hund. Ja, wir haben einen Hund. Hat er was angestellt? Können wir den Hund mal sehen? Natürlich können Sie ihn sehen. Wo ist sie denn? Ja, ich glaube, im Hof. Und warum wollen Sie ihn sehen? Der Hund muss identifiziert werden. Also hat er doch was angestellt. Hörst du Anja mal eben? Ja. Also gestern Abend wurde ein Mord verübt, der ganz in der Nähe im Park. Ein junges Mädchen wurde ermordet. Und am Tatort wurde ein Hund gesehen. Anja! Anja, komm! Komm! Ja, komm! Also, Sie kennen sie vielleicht. Sie hat hier gegenüber in der Wäscherei gearbeitet. Ja, Sie kennen mich doch auch. Natürlich kenne ich sie, ich habe sie oft genug gesehen. Die andere kenne ich auch. Ist ein sehr hübsches Mädchen. Ermordet? Ja. Ja, das ist sie. Das ist Anja. Ja, das ist er. Ein Hund wie dieser soll gestern im Park gesehen worden sein. Bei der Leiche eines Mädchens, das wir beide kennen. Sie hat bei Kubek gearbeitet. Ja? Sie ist gestern Abend umgebracht worden. Und wie? Sie wurde erwürgt. Ein Sexualverbrechen? Eine Vergewaltigung? Wo war Ihr Hund gestern Abend gegen 9 Uhr? Oh Gott, da fragen Sie mich was. Anja ist eine Streunerin. Fragen Sie mal einen Hund, wo er war. Ja, das dürfte nicht einfach sein. Na, mein Schatz, Anja, bist du eine Streunerin? Wenn du mir jetzt was erzählen könntest, was? Das wäre was. Ihr Hund? Meiner. Aha. Wie lange haben Sie ihn schon? 3 Jahre. Und war einer von Ihnen beiden gestern Abend mit dem Hund unterwegs? Nein. Sie auch nicht? Keiner von uns beiden war gestern mit dem Hund unterwegs. Nun nehmen Sie doch Ihrem Bruder nicht das Wort aus dem Mund. Also ich frage Sie noch einmal. Das gilt auch für Sie. Ja, das gilt auch für mich. Ja, also wo waren Sie denn gestern Abend gegen 9 Uhr? In der Werkstatt. Der Laden wird pünktlich geschlossen, die Werkstatt nicht. Wir haben im Moment sehr viel zu tun. Sie arbeiten dann allein, da gibt es natürlich niemand, der bezeugen könnte, dass Sie beide hier tätig waren, ne? Wir sind ja froh, dass wir nicht gestört werden. Was war der Hund? Bin ich ganz sicher. Wir gehen der Sache noch nach. Sagen Sie, ist das die Wäscherei, wo Sie arbeiten? Da drüben? Ja. Oh, guten Tag, die Herren. Guten Tag. Guten Tag, wir sind von der Kriminalpolizei. Ja, 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 ich weiß schon, worum es geht. Es geht um meine Angestellte, die gestern ermordet worden ist. Deswegen sind wir hier. Am heutigen Tag ist alles durcheinander. Der Mord, die andere kommt nicht. Jeder, der in den Laden kommt, will nur über den Mord reden. Und was wollen Sie jetzt? Was soll ich Ihnen sagen? Nichts kann ich Ihnen sagen. Nettes Mädchen, die Inge, na, wie sie heute so sind. Gut gewachsen,
Das wissen Sie sehr wohl. Kein Wunder, wenn jemand glaubt, dass er sich da bedienen kann. Was willst du denn hier? Entschuldigung, das ist meine Frau. Guten Tag, wir sind von der Kriminalpolizei und untersuchen den Mord an Inge Sanders. Ja, ich habe schon davon gehört. Ich habe die Mutter des Mädchens angerufen. Weshalb sind Sie hier? Der gestrige Tag, war das eigentlich ein normaler Tag? Ja, ein ganz normaler Tag. Was Inge Sanders anbelangt, hat er vielleicht irgendetwas Besonderes? Nein, nichts Besonderes. Ich meine, hat sie irgendwelche Verabredungen getroffen? Vielleicht auch telefonisch? Mein Mann duldet keine Privatgespräche im Geschäft. Ja, sie hätte ja auch angerufen werden können. Ich meine, das kostet ja dann nichts. Er mag es trotzdem nicht. Und der Ladenschluss? Wie üblich? Gestern, ein paar Minuten später. Spielt das eine Rolle? Ja, vielleicht 10 Minuten später. Die beiden Mädchen sind dann gegangen, weg nach Hause. Ich weiß nicht, ich kann Ihnen nicht helfen. Na gut, dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Guten Tag. Sie haben dich gar nicht gefragt, wo du gestern Abend gegen 9 Uhr gewesen bist. Du kamst ungefähr 20 Minuten nach 9. Ich weiß es genau, weil ich auf die Uhr gesehen habe. Und du warst so, wie ich dich noch nie gesehen habe. Du hast mir das Bild aufs Bett geworfen und bist sofort in der Küche verschwunden. Du warst außer Fassung. Bring mich rauf. Die Sanders hast du immer gern angesehen. Ist doch nicht. Bist du verrückt? Ich bring doch keinen Menschen um. Ich könnte die Polizei anrufen und ihnen nahelegen, dich zu fragen, wann du nach Hause gekommen bist und wo du gewesen bist. Lass das. Du wirst nicht telefonieren. Ich werde nicht telefonieren? Nein. Nein! Dein Geschäft ruft. Ich bin gestern Abend wie gewöhnlich in meinem Lokal gewesen. Warst du? Und warum darf das die Polizei nicht wissen? Also, die beiden Brüder vom Rahmengeschäft leben seit Jahren in München. Meinen guten Leumund, keine Vorstrafen. Und was den Hund betrifft, das sind Aussagen von den Nachbarn. Der Hund läuft oft frei herum, aber er kennt sich aus und findet immer wieder nach Haus. Gerade zurückgekommen. Hier der Ruckmann. Fingerabdrücke sind keine drauf. Jedenfalls keine brauchbaren. Hm. Die Dinger gibt's ja zu tausend, ne? Ja. Dank dir, du. Vielen Dank. Noch was für mich? Nee, danke. Gut. Also, was wir wissen, ist, dass dieser Walkman Inge Sanders nicht gehört. Mhm. Sowas besitzt sie nicht, sagt die Mutter. Und ihre Freundin sagt das auch.
Nur das. Nur der langsame Walzer ist drauf. Sonst nichts. Büro Derek? Ja, einen Moment bitte. Monika Wagner. Danke. Entschuldigen Sie, ich wollte nur wissen, ob es vielleicht etwas Neues gibt. Nein, es gibt leider nichts Neues. Was ist denn mit dem Hund? Wir wissen doch jetzt, wie man gehört. Ja, aber man sagt, der Hund läuft öfter frei herum. Aber dass der Hund den Mörder erkennt, das ist doch sicher. Ja, das glaube ich auch. Leider kann er es uns nicht sagen. Hören Sie, ich spiele Ihnen jetzt etwas vor, nicht? Und Sie sagen mir, ob Sie mit dieser Melodie irgendetwas verbinden. Was ist das? Es ist auf einem Walkman drauf. Können Sie was damit anfangen? Nein, überhaupt nichts. Na ja. Vielleicht ist es auch nicht so wichtig. Wenn es irgendetwas Neues gibt, sagen Sie es mir dann bitte. Ich bin so wahnsinnig unglücklich. Ja, ich werde es Ihnen sagen. Bist du ja. Wieso? Ich bin doch jeden Abend hier. Ja. Ich bin doch eigentlich nur gekommen, um dich was zu fragen. Sag mal, hat die Polizei dich schon vernommen? Ja, sie waren bei mir im Laden. Du meinst wegen der Inge Sanders. Was soll ich denn sonst meinen? Es wird doch über nichts anderes mehr geredet. Hast du ihnen gesagt, dass wir... Wir beide, gestern Abend, als wir hier an diesem Tisch saßen, wahrscheinlich die letzten waren, die sie lebendig gesehen haben. Ja, außer dem Mörder natürlich, der war der allerletzte. Also ich habe der Polizei gesagt, dass wir das Mädchen gesehen haben, als sie da gestern Abend vorüberging. Und dass du dann eilig aufgestanden und hinausgegangen bist, um dem Mädchen, das war mein Eindruck, um ihr nachzugehen. Das hast du der Polizei gesagt? Wann? Ungefähr eine Stunde. Da bist du ja. Guten Abend, Herr Kubek. Wo waren Sie gestern Abend gegen 21 Uhr? Du warst hier. Lass es doch Ihren Mann antworten. Dein Freund Hertel hat eine Aussage gemacht. Also gut. Herr Hertel hat gesagt, er sei gestern Abend den ganzen Abend mit Ihnen zusammen gewesen, in diesem Lokal, das Sie jeden Abend besuchen. Am Fenster ist Inge Sanders vorbeigegangen. Sie standen auf, um ihr nachzugehen. Um nach Hause zu gehen. Er war hier. Bis ihm einfiel, dass er im Lokal für mich ein Geschenk liegen gelassen hat. Das Bild da. Er hat es rahmen lassen. Eine sehr liebevolle Geste. Ja. Also, Herr Kubek, nochmal. Sie sind von dem Lokal aus sofort, und zwar ohne jeden Umweg, nach Hause gegangen, ja? Ja, ja. Sag es lauter. Würdest du es bitte mir überlassen, wie laut ich ja oder nein sage? Ich bin sofort nach Hause gegangen. Mit dem Mord an Inge Sanders hat er nichts zu tun. Nichts. Gar nichts. Merkwürdige Situation, was Sie. Das ist ja auch ein merkwürdiges Ehepaar. Du. Gehen wir mal zum Abendgeschäft?
Sie rein. Wir sind hinten in der Werkstatt. Aha. Was machen Sie denn hier? Wir haben noch darüber gesprochen. Der Hund muss den Mörder kennen. Ja, ich bin hier, weil ich gefragt habe, ob ich den Hund mal haben kann. Ja, was wollen Sie denn mit dem Hund? Sie will mit dem Hund in den Park gehen. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht sehr viel davon halte. Ich nehme an, Sie sind der gleichen Meinung. Ja, Sie werden gar nichts tun. Vor allen Dingen werden Sie nicht in den Park gehen. Ich bin ihr das schuldig. Sie sind ihr das schuldig. Reden Sie doch keinen Unsinn. Wollen Sie im Park dem Mörder begegnen? Dann würde ich wenigstens wissen, wer es ist. Und dann wollen Sie laufen, so schnell Sie können, oder wie stellen Sie sich das vor? Ja, genau so stelle ich mir das vor. Bring den Hund in den Hof. Fräulein Wagner, hören wir auf zu diskutieren. Und gehen Sie jetzt bitte nach Hause. Gute Nacht. Sind Sie mit dem Wagen hier? Nein, ich bin zu Fuß gekommen. Ich könnte Sie nach Hause fahren. Danke, nicht nötig. Was halten Sie von dem Mädchen? Er ist wahrscheinlich genauso verwundert wie ich. Nachts allein mit dem Hund im Park, das ist doch Wahnsinn. Wo der Mörder noch frei rumläuft. Wohnen Sie beide auch hier im Haus? Ja, im ersten Stock. Das ist ja schön. Dann müssen Sie ja gar nicht durch den Park, wenn Sie nach Hause gehen. Nein. Du bist ihr also nachgegangen? Nachgegangen, nachgegangen. Du sagst das selbst, ich habe mit dem Mord nichts zu tun. Ja. Solange ich sage, dass du hier warst, als das Mädchen umgebracht wurde. Gute Nacht. Gute Nacht. Also viel sagen wir die beiden auch nicht. Na, der eine ist ja auch ziemlich stumm. Anja, komm her. Komm zu mir. Ja. Lass mich das weitermachen.
Rubik! Können Sie mir sagen, was Sie hier machen? Was machen Sie hier? Sie wissen doch, was hier passiert ist. Hier, wo die Inge umgebracht wurde, gehen Sie mitten in der Nacht spazieren? Darf ich jetzt mal was fragen? Was machen Sie denn hier nachts? Ich? Ich bin völlig ratlos. Meine Frau macht mich wahnsinnig, weil ich Rufen Sie die Polizei. Also nochmal von vorn. Sie sind der Inge Sanders nachgegangen. Na, mit welcher Absicht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich dachte, was geht sie da lang? Warum geht sie diesen Weg durch den Park? Ja, da bin ich ihr nachgegangen. Ich dachte, wenn sie Abenteuer sucht, warum nicht mit mir? Dann bin ich in den Park hineingegangen und habe sie gesucht. Ich bin diesen Weg gegangen, dann einen anderen und da habe ich sie gefunden. Sie lag da. Sie war tot. Sie war tot. Sie. Ja. Ich bin gerannt wie um mein Leben. Du glaubst ihm? Ja. Sag mal, wie wäre das, wenn wir diese Musik über einen Radiosender ausstrahlen lassen? Vielleicht, naja, es ist ungewöhnlich, aber vielleicht so mehrmals am Tag. Und was glaubst du, bringt das was? Möglich. Wir sind mittendrin im laufenden Programm. Wir kommen zu einem Musikwunsch, diesmal nicht der eines Hörers, sondern der Kriminalpolizei. Ein langsamer Walzer, der mit einem Mordfall zu tun hat. Hören Sie sich den folgenden Titel einmal genau an. Wo ist Frau Dr. Dörner? Sie ist auf ihrem Zimmer. Danke. Frau Dr. Dörner? Ja, bitte. Bitte schalten Sie mal das Radio ein. Aber ich arbeite. Die Kriminalpolizei lässt unseren Walzer spielen. Wieso Kriminalpolizei? Diesen langsamen Walzer spielen wir auf Wunsch der Kriminalpolizei. Das Musikstück befindet sich auf der Kassette eines Walkmans, der neben der Leiche eines jungen Mädchens gefunden wurde. Aussagen, die mit diesem Gerät, mit dieser Musik zu tun haben, werden von der Kriminalpolizei entgegengenommen. Unsere Musik. Neben der Leiche eines jungen Mädchens. Die Polizei bittet um Aussagen, die mit dieser Musik zu tun haben. Rufen Sie die Polizei an. Sie wollen zu Professor Rußknecht, ja, oder? Ja, das ist richtig. Da kommt ja schon jemand, der Sie zum Professor bringt. Guten Tag. Guten Tag. Oberinspektor Derrick? Richtig, das ist Inspektor Klein. Tag. Ich bin Regine Dörner, Assistentin von Professor Rußknecht. Bitte kommen Sie mit. Danke. Bitte. Danke. Sagen Sie, ist das eine geschlossene Abteilung hier? Das ist eine geschlossene, aber wir haben auch offene. Die Klinik ist für jeden zugänglich.
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie überrascht ich war. Wegen der Radiosendung? Ja. Ich werde Ihnen jetzt etwas zeigen. Bitte, Frau Dahl. Sie sehen hier einen Mörder. Einen mehrfachen Mörder. Hilflos ausgeliefert seinen Zwangshandlungen. Das sind Aufnahmen aus meinem Praxisraum. So kontrolliere ich mich selber in dem, was ich sage, was ich tue und was der Patient sagt oder tut. Wie geht es Ihnen heute? Sagen Sie, wie Sie geschlafen haben. Das letzte Mal haben Sie von Träumen erzählt. Wollen wir uns wieder über Ihre Träume unterhalten? Deutlich zu spüren, das Hinübergehen in einen steuerlosen Zustand. Es baute sich eine Aggressivität auf. Meine Erfahrung sagte es mir, eine unmittelbar bevorstehende Gewalthandlung. Der Mann wurde immer gefährlicher. Frau Dörner kam herein. Sehen Sie nur, wie der Mann steht. Erst wunderte ich mich. Ich wollte zu Frau Dörner sagen, holen Sie den Pfleger, der Mann dreht durch. Aber dann sah ich ihn an. Und da begriff ich, dass er auf die Musik reagierte. Es war Radiomusik. Er reagierte auf die Musik. Sie übte einen Einfluss aus. Ich fragte ihn... Kennen Sie die Musik? Sie sehen es, er antwortet nicht. Seine starre Haltung löste sich auf. Regine, gehen Sie hin zu ihm. Jetzt passen Sie auf. Sie überwand ihre Angst. Ein Mörder, noch dazu ein Frauenmörder. Beide, die voreinander stehen. Therapie mit Musik. Dieses Beispiel, dieses Erlebnis brachte mich darauf, Musik, diese Musik gezielt anzuwenden. Wenn Sie mich fragen, warum diese Musik... Dieser langsame Walzer hat sicher keine magische Kraft, aber er enthält Harmonie, tiefe Ruhe, in der sich Verkrampfungen lösen. Die Liste der Patienten, mit denen wir mit dieser Musik gearbeitet haben. Danke. Bader? Bader. Ja, zwei Brüder. Der eine sehr besorgt um den anderen, der sich mit Gewaltfantasien quält. Thank you.
Unsinn.